Tja, das wird jetzt echt spannend. Kann man hier eigentlich noch? Ah, ist leider... auf dem Klo gestorben. Kann ich hier nicht. Danke. Ihr lebt sogar noch, seht ihr? Alles gut. Am cleversten wär's halt wirklich durch die Lobby wieder, ne? Mal gucken, wo der Vogel da rumhockt. Bin genau in die falsche Richtung, ne? Ist der weg? Ja, ist der zu mir? Ja. Tut mir leid, Bro. Ja, ist gescheit. Ja. Da steht einer. Dann werden wir jetzt wieder zu gierig. Das sind sogar zwei. Nee, nee. Machen wir es mal lieber vom Acker. Das ist mir zu heikel. Nachher geht ja wieder die Wüstenschießerei los. Es lief jetzt gerade mehr als gut. Jetzt hoffen, dass wir irgendwie hier durchkommen. Ich hab für die Nummer nur 4000 bekommen? Ah ne, das war Quick Hack. Es ist halt die Frage, kommen wir hier irgendwie ungesehen raus, ne? Raus. Wie lange fährt diese Fahrstunde nach unten? Scheiße, halt auch nicht so lange, ne? Muss ich mir jetzt echt mal sagen. Ja, draußen. Hab gehört, Joanne Koch ist erledigt. Sehr gut. Ich arbeite gern mit Profis. Auftrag ist durch, Eddies sind unterwegs. Ohne Scheiß wäre ich da hochgegangen, ne? Wenn das locker nicht die 19. Etage gewesen. Das war ja nur... Boah! Habe ich eigentlich den... Haben wir schon von dem Typen abgeholt bestimmt, oder? Lief doch gar nicht mal so schlecht. Heilige Scheiße, wie das Stadtzentrum gehört dir. Du hast so viele Aufträge für mich gemacht, dass ich keine mehr habe. Scheiße, du bist eine verdammte Legende. Alle, die wissen, was gut ist, sollten bei dir Schlange stehen und dir einen Drink nach deinem anderen ausgeben. Blöd nur, dass NC voller Flachpfeifen ist. Night City. Ich habe erzählt, Liberty City, ne? Oh Gott. Ja, das Add-on. Aber wenigstens, ich kann dir meinen Respekt erweisen. Ich habe da nämlich was für dich, Kumpel. Du wirst diese kleine Schönheit lieben. Hol sie dir in deiner Garage, wann immer du willst.
Neue Mission, Gas, Gas, Gas. Meine eigene Garage, na, hör mal. Da muss ich ja... Das ist irgendwo der Schnellreisepunkt. So, guck mal. Laufe ich in die falsche Richtung? Nee, ist richtig. Uns doch mal an, ja. Ganz entspannt. Hat der echt nur 5 Aufträge gehabt? Das ist ja echt nicht viel, ne? Krass. Hier ist ein Fahrstuhl hier außen. Aha. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was er mir für eine Karre hinstellt. 5 Aufträge. Könnte eigentlich nur jemand sein, der... Obwohl, die Aufträge waren schon echt knackig, ne? Also... Das muss man echt schon sagen. Wenn ein Phantom sich tödlich Installation auf eigene Gefahr. Ja, wir sind schon da. Ja Mensch, das ist ja ein richtiges Schmuckstück. Oh, Panam. Hey, wie geht's dir? Alles in Ordnung? Ich hoffe, du hast schon Fortschritt gemacht mit diesem Biochip. Was? Scheiß drauf, ich sag's dir jetzt ganz direkt, ich mag dich und ich vermisse dich. Und irgendwie fühle ich mich blöd dabei, das so zu schreiben, aber ich klicke jetzt trotzdem auf Senden. Gruß, Melly. Ich vermisse dich auch, mir läuft die Zeit davon. Macht das noch unwahrscheinlicher, dass ich eine Lösung finde, aber in welchem musst du mich noch ertragen? Pass auf, ich habe eine Idee, hau einfach aus NC ab. Mit mir, mit uns. Genau deshalb haben Sora und ich auch schon an einem Plan gearbeitet. Ich denke, wir können dir helfen. Moment, was? Wie denn? Also wir machen dann einen letzten Job zusammen, um eine Lösung für dein Biochip-Problem zu finden. Und dann lassen wir die Stadt hinter uns und schauen nie wieder zurück. Außerdem dachtest du doch nicht wirklich, dass ich dich einfach verlassen würde, oder? Kannst du vergessen, ich bleib bei dir, wie komme, was wolle. Oh, die Süße. Wenn ich sie anrufe. Avi. Wie geht's dir? Smalltalk? Fällt dir nichts Besseres ein? Ich wüsste da schon was. Aha. Na, anscheinend läuft da bei dir wohl schon das Kopfkino ab. Passiert das häufiger? Panam. Also, bei mir schon. Hab dich vermisst. Pass auf dich auf. Bis bald, wie. Krass. So, was haben wir jetzt hier für eine coole Karre? Bitte alle in Ruhe lassen. Ey, ich wollte mich nur fürs Gespräch letztens bedanken. Claire. Keine Sorge, ich bin auf deiner Seite. Wir sorgen dafür, dass Samsons ins Gras beißt. Achso. Claire, die Claire. Danke, wie. Danke für deine offenen Wörter, weiß ich echt zu schätzen. Danke, dass du mir zugehört hast. Bedeutet mir echt viel. Wir sehen uns, Claire. Das wird schon alles. Kommunikation. Also das Auto ist sicherlich nicht schlecht, ne? Aber ich habe halt noch eine andere Karre. Und die hat Waffen und die andere ist schnell. Eigentlich leben wir in einer ziemlichen Kackbude, ne? Wir könnten uns irgendwie was richtig Cooles
leiten. Haben wir aber noch nicht gemacht. Müsste ich vielleicht mal tun. Ich denke halt immer, ich bin so ein richtiger neureicher Dude, aber eigentlich habe ich nicht so viel Kohle, muss ich sagen. So, hier ist noch meine Butze, ne? Warum ist hier was rot? So, weil ich hier Waffen einlagern kann und so, ne? Was ich halt nie mache, weil ich genug Kapazität habe, alles mitzuschleppen. Gar nicht, ob ich in diesem Spiel überhaupt schon mal geschlafen habe. Einfach mal 20 Stunden warten. Könnt ihr jetzt pennen? Ich dachte, man könnte mal Panam so ein bisschen anrufen und die hier reinlocken. Weil irgendwie klappt das nicht so richtig. Und wie komisch. So, das sind die Affen. Genau, wir machen weiter mit, ich weiß gar nicht, Nebenquiz, Hauptquiz. Ich muss mal gucken. Ich glaube, hier sind wir soweit durch. Wir haben noch eine Side Mission bei Wakako Okada. Aber wo? Wo ist es? Wir machen erstmal hier hin. Dafür müssen wir erstmal hinaus. Das Schnellreiseportal war gleich im Weg, ne? Oh, Carol im Maker. Und Release, ich frag bloß, weil ich euch hab diskutieren sehen. Oh, ich habe alles im Griff. So ist brav, ich halte den Mund, weil sie mir sonst nur vorwirft, ich würde mich in Sachen einmischen, die mich nichts angehen. Also sag ihr nicht, dass du Ratschläge von Tante Carol bekommen hast, okay? Reden wir nicht nochmal darüber, okay? Okay. Okay. Jo. Guck mal, wir können direkt dahin. Die ist ja crazy. Ich weiß auch gar nicht, wo ich... Bin ehrlich, ich bin gerade ein bisschen verwirrt wieder mal. Letztes Mal zocken ist Tage her. Judy und die Puppe. Ach, Judy. Warum bin ich eigentlich so schnell unterwegs? Oder kommt mir das jetzt einfach nur so vor? Hey, wie? Bereit? Schön, dass du mitmachst. Hab viel drüber nachgedacht. Ihr hattet recht. Manchmal ist das einzig Vernünftige ein Tritt in die Eier und eine Kugel zwischen die Augen. Bist du nervös, Tom? Woher weißt du das? Naja, du machst sowas zum ersten Mal. Sieh so, du machst, was eine Puppe tut. Nur mit einem anderen Programm. Das kannst du gut. Ja, verstehe ich. Aber du willst da nicht, dass die
Weißt du, wie ich an Hiromi rankomme? Ich habe den Bauplan. Ich weiß, wie wir es machen. Nicht ganz genau, aber das Penthouse geht klar. Am besten gehst du über die Wartungsebene rein. Da gibt's einen Weg. Und wo steckt Maiko? Trifft sich mit Hiromi, damit keiner was merkt. Sie sorgt dafür, dass er bleibt, wo er ist. Denk dran, den Verhaltenschip einfach machen zu lassen. Du wirst keine Zeit haben, Entscheidungen abzuwägen. Folge deinem Instinkt. Wenn du nur eine Sekunde zögerst, kann das dein Leben kosten. Alles klar? Okay, gehen wir rein. Ziehen wir es durch. Ich habe kein so gutes Gefühl bei der Nummer. Bin ich ehrlich? Lass mich raten. Hallo und willkommen bei den N54 drücken. News. Wir beginnen mit beunruhigenden Berichten aus den Badlands. Ein humanitärer Militech-Konvoi wurde von einer... Ihr beide geht gleich nach uns rein. Direkt zum Clouds. Wird auch langsam Zeit. Aber erst nachdem ihnen ein... Pass auf, da könnten Leute sein. Verlink dich mit der Steuertafel auf der anderen Seite. Kannst du sie ausschalten? Vorsicht, die haben was gehört. Warum wird alles hier denn immer beschissener? Was? Schön, dass ihr da hinten rumkloppt hier und ich wieder alles alleine machen muss. Was geht denn hier ab? Ja, ich weiß. Ich hab ganz verdaddelt, dass Maria Frühschicht hat. Wollt ihr eigentlich Videos schneiden? Aber für Videos schneiden brauchen wir Material. Mit dem einen Videokram bin ich schon fertig. Jetzt reicht's. Ist da jemand? Und ich brauche halt noch ein bisschen Material. Ich habe gerade gesehen, dass ich gar kein Cyberpunk-Kram mehr habe. Treffen uns an der Steuertafel. Die ist auch immer noch nicht die beste, ne? So. Genau, und deswegen gibt es heute noch mal einen kleinen Bonus-Stream. Cyberpunk, nicht lange. Aber... Und dann? Sind alle schon auf Position? Tom und Roxy sollten schon beim Cloud sein. Auf Maikos Signal geht's los. Sie kümmern sich um die Sicherheitsleute, du um Hiromi. Aber zuerst musst du ins Penthouse rein. Ich will ein bisschen surfen. Kommst du nicht mit? Allein ist es weniger wahrscheinlich, dass sie dich entdecken. Außerdem bin ich hier nützlicher. Wenn sie Alarm schlagen, kann ich den aufheben. Kannst du dich reinhacken und mich ins Penthouse bringen? Ich dachte, ich könnte es, aber das wird leider nichts. Du musst es allein schaffen. Okay, bin unterwegs. Bin ich ja gewohnt, allein. Fahrstuhl ist auf der anderen Seite. Vorsichtig. Scheint so laut, sonst wenn es in drei Tagen wieder zu viel Arbeit und die Festplatte voll ist. Die Ironie dahinter ist, dass die... das Cyberpunk aufzunehmen weniger Speicherplatz belegt als Outlast Trials. Und ich weiß nicht warum. Es kann wahrscheinlich daran liegen, dass es Unreal 4 Engine ist bei Outlast Trials. Und wie sieht's aus? Wir sind drin, im Clouds. Wer übernimmt welche Etage? Bei Cyberpunk ist seine eigene Engine. Tom geht hoch. Wir sind soweit. Ja, ich will nur mehr Mzikis und Belmias Stream-Serie vernichten. Ich glaube, die sind schon vernichtet. Ungeheuerlich, dass du mir sowas unterstellst. Okay, bin auf dem da. Spring auf den Balkon.
Aber pass auf, okay? Haben wir hier noch mehr auf dem Balkon, auf dem Dach? Nee, wa? Spring auf den Balkon. Okay. Ich glaub, ich auf mein Zeichen! Los! Nein, warte nicht auf mich. Ich krieg kein Scheißabendbrot. Alles wird so... Schmeckt sowieso nass, der Gegner. Okay. Da ist einer von den Tiger Claws. Wollen wir den einfach so? Fernwaffe, okay. Gibt es hier irgendwelche Kameras? Nicht so. Ich glaube halt einfach nicht, dass es hier keine Kameras gibt. Gesehen hat. Warum dreht er sich zudem in dem Moment um, wo ich schon fast an ihm dran bin? Ich bin vegan, Bro. Hopp. Hätte ich auch einfach hier reingehen können? Na, ich bin ja ein Knödel. Warum habe ich die scheiß Tür nicht gesehen? Man weiß es nicht, ne? Du drehst ja auch nicht weg da hinten. Ich kann natürlich eine kleine Fehlfunktion da hinten auslösen, dann dreht er sich auf jeden Fall um. Die haben Alarm geschlagen. Da habe ich auch ein Wörtchen mitzureden. Will es persönlich testen. Im Grand Canyon. Hier ist das Büro oben. Wollt ihr mich verarschen? Na klar. Die stecken knietief im Minus. Reiner PR-Stand. Wo ist... Am Arsch. Leute wie der kriegen nie, was sie verdienen. Hinten ist keine Treppe. Naja. Warum bin ich vom Dach gesprungen? Wenn ich einfach da von oben durchs Fenster hätte gehen können. Das ist der einzige Eingang. Und macht ja gar keinen Sinn. Okay. Was hab ich jetzt gemacht? Ist das Strom ausgefallen? Nö. Oh, ich habe neue Fertigkeiten, bevor ich das wieder vergesse zu skillen. Ach nee, habe ich nicht. Character? Ah. So. Dem kommen wir, glaube ich, vorbei. Kann ihn leider nicht kann ihn nicht ausnocken, ne? Immer sowieso spannend. Die halt sitzen oder so, kannst du die einfach nicht. Kannst du die einfach nicht greifen. Fuck! Stockwerk ist sauber! Ich hab sie getötet! Alle getötet! Über dich? Ich auch! Geh zur Überwachungskamera vor dem Sicherheitsraum. Hier steht einer. Hier läuft einer. Der andere guckt Fernsehen. Okay. Nein! Du machst das heute.
Oder du kannst es gleich ganz ver... Hallo? Mir scheint... So. Er guckt Fernsehen. Da ist das Büro. Im Büro ist aber keiner drin, ne? Dass ich das richtig gesehen habe. Hier gibt es eine Tür, die zu nichts führt. Ja. Du-du-du. Bist du ja endlich. Ich dachte schon, du schaffst es nicht. Immer dasselbe. Weibern kann man's einfach nie recht machen. Und dir ist besonders charmant. Ich wollte keinen Alarm auslösen und hab's leise durchgezogen. Ein Jahr später. Hättest ja deine Wachen abziehen können. Dann wäre es auch schneller gegangen. Die Befugnis habe ich nicht. Noch nicht. Warum sind da drei Leute? Was hat sie das vor? Das ist unser Ziel. Hiromi Sato. Du hast noch nicht die Befugnis? Das klingt verdammt selbstsicher. Wir haben keine Fehler gemacht und sind genau da, wo wir sein wollen. Was ziehen die sich rein? Eine Demo der nächsten Spitzenpuppe des Clouds. Von mir persönlich ausgewählt. Die Glückliche wird Evelyn ersetzen. Hoffe, sie ist klüger. Wer sind die anderen beiden? Das Publikum für unsere heutige Präsentation. Hiromi ist ihnen direkt unterstellt. Und jetzt werden sie sehen, wie er draufgeht. So war das nicht vereinbart. Sieh mich an. Siehst du das? Das Gesicht sagt, keine verfickte Überraschung. Ich kenne die Claws. Für die ist Macht gleich Stärke und Rücksichtslosigkeit. Es ist der einzige Weg. Maiko! Ich hol sie gleich raus. Die werden nach dem plötzlichen Erwachen nicht glücklich sein. Eine Show endet, eine andere beginnt. Genauso gut und unvergesslich. Kapiert? Maiko, in unserem Plan kamen keine Zeugen vor. Wir wollten denen doch Macht demonstrieren. Das braucht ein Publikum. Das System lässt sich nicht austricksen oder umgehen. Das wissen wir beide. Man kann nur beherzt reinspringen und die Macht von innen übernehmen.